der Palästinensischen Wohlfahrtsverband vereint unzählige Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass Menschen, die in Armut leben, nicht benachteiligt werden. Ja, ich darf euch jetzt Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ankündigen. Er rockt gerne Bühnen. Manchmal sind es Musikbühnen, wo er mit seiner Band auftritt. Und manchmal sind es große Demobühnen, wie bei TTIP und SITA. Und er bringt sie immer in Schwung. Also begrüßt mit mir Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, diese Wahl zum Europaparlament 2019 ist keine Wahl wie jede andere. Diese Wahl zum Europaparlament 2019 wird über die gesamte Richtung entscheiden, die Europa in den nächsten Jahren gehen wird. Noch nie waren in Deutschland und in Europa so viele am Staat, so viele Rassisten, so viele Nationalisten, die sich ins Europäische Parlament wählen lassen wollen, um Europa letztlich zu zerstören. Das ist die Situation, mit der wir es zu tun haben. Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland und Europa unterwegs, die mit einem Grundgesetz, das uns alle eint hier, die wir hier in Berlin zusammen sind, gebrochen haben, dass nämlich alle Menschen die gleiche Würde haben, alle Menschen die gleichen Rechte haben. Das ist das, wofür wir kämpfen. Und da kämpfen wir im Moment gegen viele, die genau das abstreiten. Es sind eine große Zahl, auch in Deutschland, wieder Menschen unterwegs, die Ideologien verbreiten wollen, die wir längst überwunden sahen, nämlich der Ungleichwertigkeit von Menschen. Da sind wir Protagonisten unterwegs und die sind nicht alle Menschen gleichwertig, die Abstriche machen. Und diese Menschen, die kommen aus ihren Löchern und rufen wieder Deutschland zuerst. Und ich sage denen, die jetzt rufen, Deutschland zuerst, die rufen übermorgen, wenn nicht schon morgen, Deutschland über alles. Und vor diesen Menschen müssen wir uns schützen, müssen wir uns wehren. Es sind Menschen, Rassisten, Nationalisten, die diese Gesellschaft verbinden, die spalten, für die eben nicht alle gleich sind. Und die auch ganz klar sagen, wer angeblich hier nicht zu uns gehört. Es sind Menschen, die Vorurteile schüren gegen Ausländer, Vorurteile schüren gegen Homosexuelle, gegen alle, die anders sind, die nicht in ihr reaktionäres Menschen- und Familienbild hineinpassen. Und wir sagen, wir werden unsere offene und vielfältige Gesellschaft diesen Menschen nicht überlassen. Wir werden spätestens mit diesem Europawahl ein klares Zeichen setzen und zeigen, wir sind mehr. Wir sind mehr, die wir Vielfalt wünschen, die wir Offenheit wünschen, die wir Toleranz wünschen. Denn nur in dieser freiheitlichen Gesellschaft lohnt es sich zu leben und wollen wir leben. Wir sind weit davon entfernt, Europa schönschwätzen zu wollen. Das Europa, das wir heute haben, ist nicht das Europa, das wir künftig wollen. Wir sagen auch ganz klar, wir wollen ein anderes Europa als das jetzige. Wir wollen ein Europa, bei dem nicht die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen. Wir wollen ein Europa, in dem nicht die Reichen das Sagen haben. Ein Europa, das nicht im Zweifelsfall mal Gesellschaften wie Griechenland, Portugal, Spanien sozial einfach platt macht, um Banken zu retten und Geld zu sichern. Das Europa wollen wir nicht. Wir wollen und wir kämpfen für ein Europa, in dem der Mensch endlich wieder im Mittelpunkt steht. Europa ist nicht nur Wirtschaftsstandort, Europa ist Lebensstandort. Darum muss es gehen. Wir wollen ein Europa, in dem eine Grundsicherung für alle Menschen in allen europäischen Staaten herrscht. Dafür kämpfen wir. Wir wollen ein Europa, in dem alle gesundheitliche Versorgung bekommen, die es brauchen. Und keiner mehr Angst haben muss um seine Existenz.
wo keiner mehr abgehangen ist. Wir wollen ein Europa, das alle mitnimmt, weil wir alle gleich sind, weil wir alle die gleiche Würde haben. Dafür kämpfen wir, deswegen gehen wir am 26. wählen und deswegen wählen wir alle die ab, die hier nicht mitziehen können und für die Menschen ungleich sind. Wir sind mehr, wir sind viele und wir sind unteilbar. Ja, ganz herzlichen Dank, Ulrich Schneider vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband.